Jetzt also nochmal Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo und den neuen Kameraproblemen Teil 1000 gefühlt. Aber egal. Ja, heute habe ich ein Thema, wo ich ehrlich gesagt lange davon ausgegangen bin, dass ich schon voll durch bin und dass es bei mir vorbei ist. Und mir meine Mutter gerade eben so im Nebensatz eröffnet hat, dass es bei mir jetzt gerade erst angefangen hat. Und das mich ehrlich gesagt etwas genervt hat, aber naja, die Pubertät. Ich stecke jetzt offensichtlich gerade mitten in meiner Pubertät. Doof, aber wahr. Woran merke ich es an solchen Sachen wie, ich bin ständig schlecht gelaunt gegenüber allem Möglichen, ich bin streitsüchtig, mein Vater und ich haben gerade ständig irgendwelche Konflikte, die aber immer auf so Kleinigkeiten sind, weil ich ständig wegen allem Kleinmisch total übermäßig reagiere. Ich kann am einen Tag, könnte ich Bäume ausreißen und total glücklich durch die Gegend hüpfen und am nächsten Tag liege ich depressiv im Bett und da, also so nach dem Motto, alles ist doof und die Welt ist total bescheuert und ja. Ich kriege Pickel ohne, ich kriege anscheinend auch noch Pickel, wie ich jetzt gerade hier auf der Kamera sehe. Ja, auch noch, super. Und ja, ich muss zugeben, mit 16 habe ich mir damals gesagt, jetzt bin ich pubertär und dann war ich auch etwas zickig, aber nicht besonders viel mehr als andere, glaube ich zumindest. wenn man meine Eltern fragt, glaube ich, war ich sehr zickig. Aber ja, also irgendwie merke ich gerade, dass bei mir alles grundkomisch ist. Ich habe so den Eindruck, ich bin nicht mehr so ganz ich. Ich bin irgendwie ich, aber ich bin nicht mehr so ich. Entschuldigt, wir im Programm sind jetzt nur noch ungefähr 2 Wochen und 24 Tage, dann hört es auf. Ja, ich merke es an solchen Sachen wie, ich bin einfach grundsätzlich irgendwie, ich habe mich so verändert. Dinge, die ich vor 4, 5 Monaten oder weiß nicht, vor einem Jahr noch gesagt habe, das werde ich nie schaffen, schaffe ich auf einmal. Sowas wie, ich fange jetzt gerade früher, halt, das wissen viele, die vielleicht meine früheren Videos auch schon verfolgt haben, dass ich früher gesagt habe, ich kann noch nicht vor die Tür gehen ohne Begleitung. Und das war bei mir ja so, dass ich nicht mal in den Laden konnte ohne Begleitung. Und jetzt bin ich innerhalb von 2, 3 Tagen 2-mal alleine losgezogen. Natürlich schon so, dass meine Mom und meine Babette mich gebracht haben. Aber in den Laden bin ich dann selbst gegangen, bin auch wieder selbst raus, bin dann auch schon noch ein Stück gelaufen. Und ja, das ist auch alles ohne so direkte Konsequenzen wie furchtbare Schmerzen. Also, obwohl es ein sonnigerer Tag war. Und ich habe es dann irgendwie nicht so richtig, erst gar nicht so richtig als was Besonderes befunden, weil es für mich irgendwie in dem Moment was Normales war. Habe dann aber am nächsten Tag so drüber nachgedacht und gedacht so, ja doch, irgendwie war das doch was anderes. Oder auch, ich habe angefangen, also man muss wissen, ich habe früher immer zu allem Ja gesagt. Ich war so der Totale, jemand hat gesagt, wollen wir zusammen in die Stadt gehen? Und dann habe ich immer so gesagt, ja. Um dann schließlich und endlich meine Mutter drum zu beten, oh Mami, bitte sorg dafür, dass ich nicht hin muss oder sowas. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich diese Woche oder so, habe ich auch schon das erste Mal in meinem Leben 2-mal hintereinander so etwas gesagt, dass ich es nicht möchte. Und das war auch sowas, wo für mich eine große Änderung war. Also meine Mom sagt, sie glaubt, dass ich jetzt ja schon in die Pubertät komme, liegt an meinem A und dass ich deswegen etwas zeitverzögert bin. Und ich finde es nervig. Ich würde jetzt am liebsten schon wieder aus der Pubertät raus sein, aber ja, deswegen stecke ich als anscheinend gerade mittendrin. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten auf jeden Fall und es tut mir leid, dass ihr jetzt ausgerechnet, dass ihr jetzt wahrscheinlich meine Pubertätsvideos habt und alles. Also könnte sein, dass ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Pubertät so genau ist. Ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt. Also da mein Körper ja schon mit, ich schätze jetzt mal 17, 18 ausgewachsen war, ich da danach nicht mehr groß gewachsen bin und auch sich irgendwie sonst nichts mehr groß verändert hat, habe ich immer gedacht, die Pubertät sind hauptsächlich diese körperlichen Sachen, so nach dem Motto,
Man wird eben runder, man wird femininer, man wird weicher und sowas. Die Stimme wird etwas tiefer. Man fängt an, sowas wie seinen Kleiderstil zu entwickeln, den ich jetzt habe. Wenigstens etwas. Ich habe schon meinen eigenen Kleiderstil. Man fängt an, so Sachen zu machen, wie sich mit Freunden treffen, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber sowas, dachte ich, ist die Pubertät. Aber es ist ja auch so, dass die Pubertät auch was mit dem Gehirn sozusagen zu tun hat, weil sich dann ja auch die Neuronen neu verknüpfen. Und das ist sowas, wo gerade bei mir eben, dadurch merke ich hauptsächlich die Pubertät, weil ich merke, dass ich neue Verbindungen im Kopf habe. Also ich merke auch, dass ich gelegentlich Kopfschmerzen habe. Ich weiß es nicht, ob das jetzt mit der Pubertät zusammenhängt oder mit dem Sonnenlicht. Auf jeden Fall nervt es mich, dass ich ausgerechnet im Sommer meine Pubertät kriegen muss, da hätte ich nicht bis Winter warten können, aber okay. Ja, und aber in allererster Linie merke ich meine Pubertät gerade in solchen Dingen, wie dass ich gerade viel mehr Dinge tun möchte. Also ich möchte gerne in Ausstellungen gehen und sowas. Und vor allem möchte ich jetzt nicht mehr so in Watte gepackt werden. Also ich finde es natürlich immer noch toll, in Watte gepackt zu sein, aber ich möchte jetzt auch einfach die Option haben, die Watte mal aufzumachen, rauszugehen und dann wieder zurück in die Watte. Und ich verstehe natürlich auch die Problematik für meine Eltern. Die haben jetzt fast 21 Jahre meines Lebens mich sehr in Watte packen müssen, weil ich sie eben gebraucht habe. Und jetzt plötzlich werde ich so zu jemandem, der aus der Watte ausbrechen will. Und ja, das ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, weil ich weiß auch nicht, wie ich mir das, also für mich ist es ja auch schon so komisch, dass ich plötzlich Dinge tue, obwohl ich es gar nicht so, ich merke es ja nicht. Also es ist so Dinge, das ist ja das Faszinierende, was ich so beobachte. Erst im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, merke ich sowas wie, das hätte ich jetzt auch vor einem Monat noch nicht gemacht. Und ich habe mich jetzt in diesem Jahr rasant entwickelt. Das ist unglaublich. Ich meine, ich bin fast gefühlte 10 Jahre stagniert. Und dann in diesem Jahr habe ich so krass viele Entwicklungen durchgemacht. Und es ist nicht nur so arbeitstechnische Entwicklung, sondern auch so innere Prozesse, die irgendwie angefangen haben, losgetreten zu werden, loszutreten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, wo mich dieser Weg hinführt, aber auf jeden Fall werde ich mit euch das teilen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall am Freitag sehen. Und mich würde interessieren, wie war es bei euch? Jetzt ist eure Pubertät auch erst mit gefühlten 23 gekommen. Also ich bin noch nicht 23, aber ich werde bald 23. Also zähle ich mich schon als 23. Ja, ich zähle mich ab jetzt als 23, weil dann kann ich mich an die Zahl schon mal gewöhnen. Und es ist ja keine gerade Zahl wie 22, deswegen muss ich mich etwas gewöhnen. Und ja, entschuldigt. Gut, mit fast 23 ist bei euch auch erst so spät die Pubertät losgegangen. Oder wann hattet ihr eure Pubertät? Ist bei euch so dieses Ding gewesen bei der Pubertät? Ich bin gerade total verrückt nach Essiggurken. Ich esse gerade gefühlte 10 Gläser Essiggurken in der Woche. Gefühlt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es eins, aber ich esse gerade wirklich viel Essiggurke und Sandwich und ja. Und was ist bei euch so gewesen? Wie war eure Pubertät? Wann hat sie angefangen? Wann hat sie aufgehört? Habt ihr euch auch angefangen, mit euren Eltern über Kleinigkeiten zu streiten? Habt ihr eure Eltern trotzdem gern gehabt, aber wusstet irgendwie auch nicht so richtig mehr, wie, ja, wolltet ihr einfach so ein gewisses Loslassen haben, dieses nicht mehr so eingesperrt sein gefühlt, auch wenn sich das komisch jetzt anhört, aber dieses einfach sich freischwimmen, ja, das trifft es am besten. Oder ja, erzählt es mir, ich würde mich sehr darüber freuen und es würde mich auch sehr interessieren. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es mir auf Facebook oder Twitter. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an die bell.readmy@outlook.com. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch einfach am Freitag wieder zuhören oder mich einschalten. Bis dahin sehen, freue ich mich sehr und wünsche euch eine wunderschöne Woche und vor allem auch wundervolle EM-Tage für alle, die dies gucken. Und wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.